Grüß euch, der Feind ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Zockt. Heute geht's weiter bei Runaway, a Road Adventure. Wir starten in Kapitel 2, mal sehen, wie weit das wir kommen. Na gut, keine Ausreden mehr. Gina hatte es mir einfach angetan. Aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Ein hübsches Mädchen in Not. Und ich sollte es seinem Schicksal überlassen? Keine Chance. Wir brauchten einen ganzen Tag, um nach Chicago zu kommen. Mein alter Wagen war halt ein bisschen schwach auf der Brust. Außerdem kennt er ja unser Tempolimit. Von wegen Freeway. Nur 50 Meilen die Stunde und der Motor durfte sich nicht zu stark erhitzen. Wir wechselten uns beim Fahren ab. So bekam jeder von uns etwas Schlaf. Wir kamen ziemlich spät beim Museum an, aber mein Freund Clive hatte auf uns gewartet. So, wir sind am Museum. Lass uns dort hinten parken. Hey, hier ist Bob, der Zwerg. Ich rufe Chicago an und rate mal. Ja, nichts weiter. Ich habe gerade den Wagen gesehen, den ihr sucht. Hey, wenn ich es dir doch sage, ich habe nichts getrunken. Ich bin sicher, dass es der Wagen ist. Seh, ein Kerl mit einem blöden Gesicht und ein geiler Feger. Sie sind im Museum für Archäologie und Naturgeschichte verschwunden. Hey, certo, claro. Ich werfe ein Auge drauf. Dass der nicht mal annähernd in der Kamera. Ihr versucht also herauszufinden, um was es sich bei dieser Art Kruzifix genau handelt. Es muss ziemlich wichtig sein, wenn ihr um diese Zeit hierher gekommen seid. So ist es, Clive. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Erklärungen. Was kannst du uns über das Kruzifix sagen? Ich versichere dir, es ist eine Frage auf Leben und Tod. Schon gut, in Ordnung. Wisst ihr, seit einiger Zeit haben wir im Museum ein kleines Analyselabor mit einem 3D-Scanner der neuesten Generation. Er kann die Zusammensetzung eines Objektes analysieren, es datieren und morphologisch studieren, um es zu katalogisieren. Er besitzt die umfassendste künstlerische und archäologische Datenbank der Welt. Zweifellos kann der Scanner die Herkunft des Kruzifix bestimmen und... Worauf warten wir? Gehen wir sofort ins Labor und... Stopp, warte mal, nicht so hastig. Unser erstes Problem ist der Zustand, in dem sich das Kruzifix befindet. Wahrscheinlich erlaubt die Schmutzschicht des Kruzifixes dem Scanner keine korrekte Analyse. Damit der Scanner seine Arbeit verrichten kann, müssen wir zuerst das Kruzifix restaurieren. Dann restaurieren wir es eben. Das kannst du doch, Clive, oder? Ich fürchte, nein. Ich bin Anthropologe, kein Restaurator. Diese Arbeit müsste Frau Dr. Oliver machen, die beste Restauratorin des Museums. Sie arbeitet gerade nebenan im Restaurationslabor. Genial! Sprechen wir sofort mit ihr. Nein, mein Freund. Jetzt kommt das zweite Problem. In 3 Tagen beginnt eine Ausstellung von Maya-Kunst. Wir sind im Verzug und Frau Dr. Oliver hat Arbeit im Überfluss. Sie versucht, alle Ausstellungsstücke, die noch restauriert werden müssen, rechtzeitig fertig zu kriegen. Es tut mir leid, aber ihr werdet warten müssen, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Erst danach wird sie das Kruzifix restaurieren. Und ich vermute, dass sie frühestens in 3 Tagen fertig sein wird. 3 Tage? Unmöglich, ich kann keine 3 Tage warten. Professor Silva wartet in Kalifornien auf mich und... Ich kann's nicht glauben, Brian. Du denkst schon wieder daran, mich im Stich zu lassen. Nein, das werde ich nicht tun. Aber ich kann keine 3 Tage warten. Ich spreche sofort mit dieser Doktorin und versuche sie dazu zu bringen, das Kruzifix noch heute Abend zu restaurieren. Ah, du kannst es versuchen, wenn du willst, Brian. Aber ich warne dich. Susan Oliver ist nicht leicht zu überzeugen. Ich traue mich nicht einmal, es ihr hinzustellen, bevor sie mit ihrer Arbeit für die Kunstausstellung fertig ist. Gut, ich muss es eben versuchen. Du sagtest, sie ist nebenan? Ja, wenn du mein Büro verlässt, die erste Tür links. Viel Glück, mein Freund. Du wirst es brauchen. Gina, was hältst du davon, wenn wir einen Abstecher durch das Museum machen? Dabei kann ich dir zeigen, welche Geheimnisse es birgt. Einen Abstecher? Wie ich sehe, hast du dich nicht verändert, Clive. Na dann, wir treffen uns hier später wieder. Ich weiß nicht. Na gut, in Ordnung. Gehen wir. Hallo, Frau Dr. Oliver? Ja, wer
Wer sind Sie denn? Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Brian Basco. Ich bringe ein Stück, das restauriert werden muss. Es handelt sich um ein Kruzifix, das... Hören Sie, Freund! Der verdammte Sohn des Uchiza hat mich 2 Wochen Arbeit gekostet. Und alle Objekte im Regal dort drüben müssen vor Beginn der Maya-Ausstellung restauriert sein. Das heißt im Klartext, innerhalb von 36 Stunden. Aber es ist sehr dringend, Frau Doktor. Es ist eine Sache auf Leben und Tod. Und mein Leben wird wirklich in Gefahr sein, wenn ich dieses Regal vor der Ausstellung nicht leer bekomme. Probieren wir es einfach mal. Frau Doktor, es ist lebenswichtig, dass dieses Kruzifix sofort restauriert wird. Mal sehen. Habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt? Ich muss all diese nummerierten Objekte restaurieren. Alle! Eins nach dem anderen in 36 Stunden. Vorausgesetzt, ich kriege vorher keinen Herzinfarkt. Klar? Dann reg dich nicht so auf. Wer ist der Sohn des Uchiza? Es handelt sich um eines der wichtigsten Stücke der Maya-Ausstellung. Eine Steinmaske mit einem großen Rubin auf der Stirn. Man hat sie vor kurzem in einem Tempel in Piedras Negras in Honduras gefunden. Ich habe 2 Wochen an ihr gearbeitet, bis ich sie in perfektem Zustand hatte. Zweifellos wird sie der Star der Ausstellung sein. Okay. Ich vermute, dass Sie sehr stolz auf Ihre Arbeit sind. Trotz der Mittelknappheit sind meine Arbeiten von den angesehensten Fachmagazinen gelobt worden. Ich denke, da darf man auch stolz auf sich sein. Ja, absolut. Sind Sie Spezialistin für Maya-Kunst? Ich bin Kunstspezialistin. Ein Profi, falls Sie wissen, was das Wort bedeutet. Wo ist denn diese Maske? Es ist ein wertvolles Stück, das erst zu Beginn der Ausstellung seinen Platz finden wird. Wir bewahren sie in einer besonderen Kammer auf. Die Kammer erzeugt die ideale Wärme und Feuchtigkeit zur Konservierung der Maske. Okay. Worin genau besteht Ihre Arbeit? Wir gehen einfach alles durch. Meine Aufgabe ist es, Kunstobjekte zu restaurieren. Sie müssen wissen, dass ich die beste Restauratorin der Welt bin. Oh, zumindest weißt du das. Was machen Sie jetzt? Jetzt benutze ich eine kleine Schleifmaschine, um den Schmutz vom Exponat zu entfernen. Danach glättet man die Oberfläche mit einem Laser. Wie katalogisiert man die Stücke? Das Museum bedient sich eines Scanners der neuesten Generation, der das Stück abtastet. Er bestimmt Alter und Zusammensetzung, durchsucht seine Datenbank und erstellt einen Bericht. Selbstverständlich sollte man danach die Meinung eines Experten einholen. Ich dachte, dass ein Museum solchen Formats mehr Mittel zur Verfügung hätte. Denken ist einfach. Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass ich besser arbeiten würde, wenn Sie mich in Ruhe ließen? In diesem Museum zu arbeiten, muss sehr interessant sein. Wenn ich eine Mitarbeiterin wäre, könnte das stimmen. Aber ich bin nur eine verdammte Sklavin. Seit Monaten bitte ich um eine Assistentin, um diese Abteilung auf Vordermann zu bringen. Aber alles, was ich bekomme, sind blöde Briefe, in denen man sich über Mangel an Mitteln beklagt. Verdammte Parasiten! Okay. Dann lasse ich Sie weiterarbeiten. Gut! Ja. Yeah. Sie wuselt. Eine Kippe im Maul? Ihre Zigaretten im Mai. Und sie hat einen Gehfehler. So, dann schauen wir uns hier mal um. Vor einigen Objekten befinden sich nummerierte Aufkleber am Regal. Vielleicht geben Sie die Reihenfolge für die Restauratorin an. Der Behälter ist halb voll mit Wasser. Ich habe keinen Durst. Wir werden nicht nochmal mit der Alten reden. Nützt wahrscheinlich jetzt nicht viel. Was war das? Sieht aus wie eine Art Birne, gefüllt mit Talkumpuder.
Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Ah, vielleicht. No. Helium. Ich habe keine Ahnung, wozu diese Klapperkiste dient. Okay. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Dann testen wir es nicht. Ich glaube nicht, dass er sehr stark ist. Ich glaube, man könnte seine Stärke erhöhen, wenn man einen größeren Rubin einsetzt. Zufälligerweise wissen wir, wo einer ist. Lieber nicht. Es könnte gefährlich werden. Okay, Memme. Sieht menschlich aus, muss aber eine frühe Evolutionsstufe sein. Ein Cro-Magnon oder so. Nimmst du das? Nein, auch mit? Den nehme ich nicht mit. Ich bin doch kein Leichenbestatter. Ja, was weiß denn ich? Ich glaube, das ist ein Musterkoffer. Ich nehme diesen hier. Er ist farblos. Ich glaube, dass ich ihn benutzen kann. Wow. Sieht aus, als seien all diese Objekte schon restauriert worden. Ich sehe hier nichts, was mir weiterhelfen könnte. Ja, dann sind wir... Oh, guck mal. Was? Okay, das wusste ich nicht. Dann sind wir hier wahrscheinlich durch. Okay, was haben wir da? Betrachte Türe. Zweifelsohne befindet sich hinter dieser Eisentür das Analyselabor. Sie lässt sich nicht von Hand öffnen. Nee. Büro. Wie ich sehe, haben Gina und Clive ihren formlosen Rundgang durch das Museum begonnen. Okay. Clive ist immer noch der Alte. Sobald er einen Rock sieht, erkennt er nicht mal mehr seinen Vater. Sehr schön. Männer halt. Es ist vollgestopft mit Büchern und exotischen Objekten. Nimm was davon. Nein, ich brauche nichts davon. Okay. Man sieht keine Menschenseele auf der Straße. Nur den komischen Zwerg dort. Sieht aus, als ob er auf jemanden wartet. Hm. Gut, dass du das weißt schon mal. Mal sehen. Es sind zwei Bände eines anthropologischen Werkes. Die nimm da. Das Fach hat mich nie sehr interessiert. Aber es kann sein, dass ich sie gebrauchen kann, um mich im Museum zurechtzufinden. Sieh mal, was unter den Büchern versteckt lag. Eine Vertiefung in Form eines Kreuzes. Ich würde sagen, das ist ein Schlüsselloch. Nein, wie soll das denn gehen? Hätte sein können, dass du keine Ahnung irgendwas da reinstecken willst. Da war was. Nee, geh in Richtung Betrachtung. Noch mehr Bücher, noch mehr Objekte. Und ein schöner Schädel. Ich würde sagen, Homo so und so. Würde mir nichts ausmachen, den Schädel mitzunehmen. Aber ich glaube, dass Clive es mir nicht verzeihen würde. Das wollen wir natürlich nicht. Was können wir da noch machen? Da können wir gar nichts machen. Okay, dann gehen wir wieder raus. Kaffeeautomat! Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Unmöglich. Der Kaffee ist ausgegangen. Oh mein Gott, das ist ja grausam. Weiter. Treppe hinabgehen. Okay. Wo auch immer es hingeht. Ich hab momentan noch nicht so viel Ahnung, wie wir es. Yeah. Who are you?
Tyrannosaurus Rex. Ende der Kreidezeit. Gefunden in Nordamerika. Alberta, Montana, Saskatchewan, Texas und Wyoming. Wie? Ein Skelett in so vielen? Der ist aber ganz schön explodiert dann, ha? Oder reden wir erst mit ihm? Ruhig mit rein, Jungs. Komm, was soll's. Hallo. Hör mal, du bist einer von Clives Kollegen, oder? Ja. Ich hab dich mit ihm und einer scharfen Tussi reinkommen sehen. Ja, ich heiße Brian. Brian Basco. Brian? Scheiße, was für ein Name, Mann. Sag mal, bist du schwul oder was? Ich bin Willy. Ich leite die Verwaltung des Hauses. Die Verwaltung? Du machst also hier sauber, stimmt's? Nein, Kleiner, ich bin der Papst. Es ist zum Kotzen, ich bin kein Wurm, den man zertreten kann. Nur damit du es weißt. Okay. Diese ganze Scheiße von Museum würde zusammenbrechen, wenn ich nicht da wäre. Außerdem, Kollege, solltest du wissen, dass ich mein eigenes Business betreibe. Schon gut, hab's verstanden. Du verkaufst Marihuana. Was für ein Unternehmen betreibst du denn? Ich bin Vertreter einer Fabrik für Labormaterialien. Hier, meine Visitenkarte. Vielleicht brauchst du ja irgendwann mal was. William P. Dustin. Labormaterialien aller Art. Und er hat eine Telefonnummer. Danke, ich werde es mir merken. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Okay. Ja? Hallo, Herr Potter. Oh ja, es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sagen Sie mir, was Sie diesmal brauchen. Aha, ein Okular für ein Mikroskop. Hundertfache Vergrößerung? Ich muss erst nachfragen, aber ich hoffe, es wird klappen. Lassen Sie es mich zuerst mit dem Lager besprechen, einverstanden? Rufen Sie mich in 10 Minuten zurück. Ja, gut. Über den Preis reden wir später. Ich bedanke mich, Herr Potter. Bis bald. Hör mal, Kumpel, wir palavern später weiter. Jetzt muss ich mich um meine Geschäfte kümmern. Du weißt schon, Kollege, zuerst kommt das Geschäft. In Ordnung, schon gut. Bis bald. Was ein Kack? Er geht die Treppe hoch. Schauen wir mal, wohin er läuft. Er geht dorthin. Er geht scheiß cool. Na, na, na. Willy kennt tatsächlich den Zugangscode zum Analyselabor. Ich weiß nicht, woher er ihn hat. Aber ich bezweifle stark, dass er wirklich befugt ist, dort hineinzugehen. Und ich glaube, dass ich jetzt weiß, wo sich die Materialfabrik befindet, für die Willy arbeitet. Okay. So. Schauen wir uns die Maya-Ausstellung an. Es ist schön, dass wir einfach in einem Museum rumhatschen können, als gäbe es keinen Morgen, oder? Mitten in der Nacht. Nachts im Museum. Witziger Film. Ich verstehe nicht viel von Kunst, aber das hier ist beeindruckend. Das hat nichts mit Kunst zu tun, oder? Eine menschliche Figur, wie ein König gekleidet. Ihr zu Füßen stehen Schalen und Krüge. Ich vermute, dass diese Objekte Opfergaben sind, welche die Maya ihren Königen und Gottheiten darbrachten. Wird wahrscheinlich auf einem Schild stehen, aber das kannst du ja wieder nicht lesen. Er sieht erschreckend aus. Obwohl ich sehr wenig über die Maya-Zivilisation weiß, scheint doch alles, was sie umgibt, einen Hauch von Rätsel und Aberglauben zu haben. Man hat sie sogar mit Außerirdischen in Verbindung gebracht. Nee. Können wir da eigentlich was nehmen? Im Moment kann ich wohl nichts davon gebrauchen. Nein, warum sollte ich? Ich habe keine Ahnung. Vermute aber, dass es eine Art Altar ist. Vielleicht ist es auch ein heiliges Element der Maya-Kultur. Nein, warum sollte ich? Okay, den können wir auch noch anschauen.
Es könnte sich um eine Maya-Gottheit handeln. Sie lässt sich nicht bewegen. Schön, dass du es versucht hast. Geh in Richtung... Aber da ist ja sonst gar nichts. Wieder zurück. Go back! Da ist Willi wieder. Können wir unser Gespräch fortsetzen? Komm, wir probieren mal. Hallo Willi. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Nenn mich nochmal Kleiner und ich lang dir eine. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt. Wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Olivar. Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Die trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen ist die Hexe total nervös, logisch. Okay. Was kannst du mir über Dr. Oliver erzählen? Ach, die Verrückte? Das ist eine unerträgliche Hysterikerin, eine verbitterte, nervtötende Arbeitsbesessene. Die ist ja auch nicht sympathisch, oder? Sie nervt mich den ganzen Tag mit diesem oder jenem. Scheiße, Mann. Außer, dass sie unsympathisch ist, ist sie auch noch hässlich wie die Nacht. Dein Kumpel Clive ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich sag das nur, weil du es ihm nicht sagen wirst, oder? Ich bin kein Schleimer. Hör mal, ich wollte dich etwas über das Analyselabor fragen. Schieß los! Ich habe gesehen, dass nur befugtes Personal Zutritt hat. Ja, es sieht so aus, als ob der Kram, den sie dort haben, einen Haufen Geld wert ist. Deswegen gehen sie damit um wie die Mutter der Porzellankiste. Außerdem haben die jetzt gerade eine Steinmaske für die Ausstellung über die Bescheuerten. Soll ziemlich wertvoll sein. Der Sohn des Oschisser oder so ähnlich heißt die. Der hat einen riesen Rubin auf der Stirn kleben. Wer sich den unter den Nagel reißt, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hast du gesehen, dass man einen Code eingeben muss, um die Tür zu öffnen? Du kennst ihn bestimmt, oder? Nein, Kumpel. Ich habe keinen Zugang zu dem verdammten Labor. Ich möchte dich nicht weiter stören, Willi. Ich möchte auch nicht mit dir über das Ding reden. Bis bald. Wir sehen uns. Aber er gibt mir gerade mal nicht zu, dass er da rein kann. Wenn wir jetzt hier hochgehen, gehen wir dann auch wieder einfach da hoch. Es würde mich jetzt sehr freuen, wenn wir dann einfach hier rauskämen. Also, hier. Hier, da. So, weil nämlich, ich glaube, dass wir... Wenn wir das hier nehmen und auf das Zahlenfeld nehmen. Gute Idee. Versuchen wir es. Genau. Jetzt darf ich keine weitere Taste mehr anrühren. Wenn ich irgendwo einen Fingerabdruck hinterlasse, wird der Plan misslingen. Als nächstes muss ich Willi dazu bringen, den Code, der die Tür öffnet, einzugeben. Dabei wird er Fingerabdrücke auf den richtigen Tasten hinterlassen. Dann gehen wir nämlich jetzt wieder runter. Ah, ich bin ja gar nicht blöde, ne? I'm not so glad like I schau aus. Hallo Willi. Hey Kleiner, wie geht's dir? Ja, und jetzt möchte ich mit dir was wegen deines Unternehmens. Ja, was ist? Hör mal, ich weiß noch nicht genau, aber es könnte sein, dass ich eigentlich so eine Geburt zurückbrauchen werde. Kannst du es für mich besorgen? Hör mal, ich weiß es noch nicht genau, aber es könnte sein, dass ich einiges an Laborzeug brauchen werde. Kannst du das für mich besorgen? Klar, Kumpel. Beste Ware zum günstigsten Preis, Mann. Sobald du weißt, was du brauchst, sagst du es mir. Ich bespreche es mit den Typen aus der Fabrik. Wenn wir es haben, steht dein Name drauf, Logo. Nur eins, Kumpel. Gezahlt wird bar. Ja, klar.
Wie heißt noch die Fabrik, für die du Vertreter bist? Die Fabrik? Ach ja, sie heißt Da Button. Ja, genau. Labor Da Button. Stark, nicht wahr? Wie verbindest du deine Arbeit hier im Museum mit deiner Tätigkeit als Vertreter? Es geht mir auf den Keks, dass du mich ausfragst, Bürschchen. Sieh mal, es gibt ein Wort, das mein ganzes Leben regelt. Fachmännisch. Kapiert, Kollege? Und so muss alles sein, Kerl, ich sag's dir. Ich bin ein Fachmann und kriege alles hin, ganz fachmännisch. Und ohne etwas zu vernachlässigen. Ein Profi. Scheiße, ja, Mann, ein Profi. Ich dachte, ich könnte ihn irgendwie blöd anlabern und dann kommt mir da... Ich möchte dich nicht weiter stören, Willy. Bis bald. Wir sehen uns. Also so kriege ich ihn dann nicht hin. Dann müssen wir uns weiter umschauen. Ich habe keine Ahnung, was hier noch so ist. Da oben was übersehen. Ja, wir haben uns oben auch nicht wirklich umgeschaut, ne? Ein öffentliches Telefon. Gute Idee. Ja, ich werde Willy anrufen und versuchen, ihn in das Labor zu locken. Vielleicht bekomme ich dann den Zugangscode. Yeah. Ich hoffe, dass die Handynummer auf der Visitenkarte stimmt und dass es auch sein Handy ist. Das wäre hilfreich. Gut, dass wir kein Geld besorgen müssen. Ja? Herr Dustin? Ja, am Apparat, Sie wünschen? Hören Sie, ich bin Frank, Frank Steiger, ein Freund von Herrn Potter. Er sagte mir, dass Sie mir eine bestimmte Sache besorgen können. Ja, ich freue mich, Geschäfte mit Freunden von Herrn Potter zu machen. Er ist einer meiner besten Kunden, wissen Sie? Ehrlich gesagt, kommt mir Ihre Stimme bekannt vor. Kennen wir uns von irgendwo, Herr Steiger? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie Sie meinen. An was genau sind Sie interessiert? Wissen Sie, ich bin an einem Okular interessiert. Ja, an einem Okular für ein Mikroskop. Was für ein Zufall. Das muss in Mode gekommen sein. Alle möchten dasselbe haben. Was meinen Sie? Ach, nichts, Herr Steiger. Es ist nicht wichtig. Welche Art Okular benötigen Sie? Ich habe eine große Auswahl mit 100-facher Vergrößerung. Fein, aber ich bräuchte 200-fache Vergrößerung. 200-fache? Wie? Ich frag im Lager nach. Bitte rufen Sie mich in 10 Minuten zurück und ich werde Ihnen bestätigen, ob wir liefern können. Einverstanden. Bis gleich. Bis gleich, Herr Steiger. Er kommt jetzt. Ich verstecke mich hier hinten. Ja, yeah, ich bin voll das Genie. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich bin voll das Genie. Ich muss abwarten, bis Willy das Labor verlässt. Dann kann ich versuchen, es zu betreten. Es wäre für uns beide eher peinlich, wenn wir uns drinnen treffen würden. So, gerade eben war er... Ein riesiger Knochen. Ich vermute, dass er zu irgendeinem Tier aus der Urzeit gehört. Ich gehe davon aus, dass wir... den Raum wieder verlassen müssen, deswegen gehen wir jetzt einfach mal da. So. Und gehen auch gleich wieder raus. Jetzt müsste Willy nämlich wieder unten sein. Das schauen wir, prüfen wir jetzt hier so. Ah, wunderbar. Siehst du? So, und jetzt machen wir den Prozillisten schlechthin. Da ist irgendwas dran gewesen. Zack, oder? So. Jetzt werde ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen und den Zugangscode herausfinden können. Ich werde das Puder gleichmäßig auf das Tastenfeld auftragen. Genial! Jetzt kann ich Willys Fingerabdrücke deutlich sehen. Es sieht aus, als ob der Lack mit dem Talkumpuder getrocknet ist. Ich kann jetzt die Tasten bedenkenlos drücken, ohne die Fingerabdrücke zu verschmieren. Die Nummern, die den Code bilden, sind die 1, die 3, die 7 und die 8.
Ich muss nur die richtige Kombination herausfinden. Wenn ich mich nicht irre, erzeugten die Tasten eine Melodie, als Willy den Code eingab. Ungefähr so. Das habe ich auch noch hingekriegt. Nein, das ist das nicht. Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Danke! Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher... Ah, aber vielleicht nicht so schlecht. Nein, so ging sie nicht. Die Melodie war eher wie... Ja, das ist sie. Ja, das ist es. 8137. Die vergesse ich bestimmt nicht mehr. Ja. So. Es ist ziemlich dunkel, aber wir machen besser kein Licht an. Ich möchte nicht, dass man mich hier entdeckt. Okay. Dann werden wir uns mal umschauen. So. Ist das eine Kamera? Das ist eine Kamera. Ich würde ihn ungern benutzen müssen. Deswegen werde ich mich vorsichtig zwischen diesen Geräten bewegen. Ich hätte gerne gewusst, warum diese Kamera... Er ist abgeschlossen. Sonst haben wir hier wieder nichts. Ich würde sagen, dass es eine Klimakammer ist. Sie sorgt dafür, dass die Kunstwerke unter idealen Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Und was da drin liegt, ist zweifellos der Sohn des Ushidza, der Star der Ausstellung über die Maya-Kunst. Ich will den Rubin werfen haben. Wir einen Blick darauf. Ja. Sie lässt sich nicht per Hand öffnen. Ich glaube, dass man auf den Knopf drücken muss, um sie zu öffnen. Dann tu das. Der Knopf hier. Wo ist der Knopf? Er aktiviert den Öffnungsmechanismus der Klimakammer. Echt jetzt? Du schaffst es nicht von alleine auf diesen Knopf. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Susan Oliver. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Okay. Ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Ein Elektronenmikroskop. Mir fällt nichts ein, was ich durch ein Mikroskop ansehen möchte. Das muss der Scanner der neuesten Generation sein, von dem Clive sprach. Er soll in der Lage sein, ein Exponat zu datieren und seine Zusammensetzung festzustellen. Außerdem nimmt er eine morphologische Analyse vor und versucht anschließend, das Objekt mit Hilfe der Datenbank zu katalogisieren. Wenn das Kruzifix restauriert ist, wird er mir zweifellos dabei helfen, mehr darüber zu erfahren. Das ist alles Scanner, okay. Dann gehen wir nochmal weiter. Was haben wir hier noch? Vollgas ist hier halt einfach nicht. Sie erinnert mich an die, die man bei Weinproben benutzt. Nehmen Sie? Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt werden. Das hast du gerade schon mal gesagt. Wunderbar. Sie enthält flüssigen Stickstoff. Ich kenne das sehr gut aus der Fakultät. Okay. Das ist alles Scanner, das ist alles Mikroskop. Das Ding kriegen wir nicht auf, wir müssten irgendwie die Stimme von der Tante aufnehmen. Die Kamera macht mich fit. Und fertig, was war da? Ach, ein Goldobjekt. Das ist ein antiker Schlüssel oder sowas. Take it.
Vielleicht kann ich ihn zu irgendetwas gebrauchen. Na sowas. Hier drunter liegt eine Nachricht. Sehen wir mal. Clive, hier hast du deinen alten Aztekenschlüssel. Er ist sauber und glatt, wie du es wolltest. Lass das nächste Mal nicht so viel Zeit verstreichen, ohne ihn zu putzen. Er war ziemlich verkrustet. Wir sehen uns Montag. Ein gewisser Ron hat unterschrieben. Dann gehört Clive der Schlüssel. Ich werde ihm das gute Stück später geben. Okay. Aber... Könnte dieser Schlüssel in den Schreibtisch passen? Mit so einem Doppelklick kommen wir schneller voran. Wir benutzen den jetzt einfach. Wir haben volle Lotte hier. Ja, ich wette, der Schlüssel passt perfekt hinein. Wow. Sieh mal an. Was haben wir denn hier? Ein Geheimfach. Das ist ein Diktiergerät. Ja! In Ordnung. Ich werde es mir von Clive ausleihen. Ich lege es natürlich später wieder zurück. Nein, ich werde keinem das Geld wegnehmen. Schon gar nicht einem guten Freund. Warum nicht? Sieht aus wie Akten und Papiere. Nein, ich kann Clives Privatdokumente nicht mitnehmen. Dokumente und Geld, mehr ist da eh nicht. Okay. Dann gehen wir wieder. Ich kann das Büro doch nicht verlassen, ohne das Geheimfach zu schließen. Dann mach's doch einfach wieder zu, steig die doch nicht so. Echt, jetzt muss ich das mal. Wie geil. Unfasslich. So. Wir haben jetzt ein wunderbares Aufnahmegerät. Wir nutzen das Aufnahmegerät mit Susan. Entschuldigung, Frau Doktor. Wie war doch gleich Ihr Name? Dr. Susan Oliver. An der Tür ist es deutlich zu lesen. Geil, oder? Da fällt mir noch was ein. Könnten wir das nicht einfach da reinlegen? In Ordnung. Ich tausche es gegen das erste Objekt, das restauriert werden muss. Das ist zu einfach, oder? Da wäre ich vorhin... Fertig. Frau Doktor hat es nicht bemerkt. Das ist doch viel zu einfach eigentlich, oder? Das darf doch so gar nicht passieren. Oh Mann. So, nur weil es so geil ist. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Clive Castropoulos. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Ich glaube nicht, dass ich es so schaffen werde, sie zu öffnen. Dann. Sehr gut. Sehen wir mal, ob der Plan gelingt. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung negativ. Zugang verweigert. Mist. Die Batterie hat im entscheidenden Moment versagt. Ich hole die Batterie aus dem Diktiergerät. Ich muss eine volle Batterie besorgen. An das kann ich mich erinnern. Tatsächlich. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich ewig und 3 Tage überlegt habe und versucht habe, die Batterie aus dem Walkman von Willi zu bekommen. Das weiß ich noch. Ist jetzt ein gemeiner Vorteil für mich, dass ich das noch weiß.
Wenn wir jetzt das... Mal sehen, ob sie hineinpasst. Wunderbar. Besser als ich dachte. Und dann das damit benutze. Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Das ist der Grund, warum ich Batterien tatsächlich im Kühlschrank lagere auch. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Dann gehen wir wieder vor. Das wusste ich noch, dass ich diese Batterie in dieses Teil reinpacken muss. Das hatte ich noch im Kopf. Jetzt tun wir die Batterie wieder ins Diktiergerät. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Das Diktiergerät nutzen wir mit Knopf. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Es hat funktioniert. Ich sollte das nicht tun, aber... Heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. So, wie kriegen wir jetzt den Rubin da raus? Damit. Ja, es ist ja sonst nichts da, ne? Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske heben. Okay, wir haben halt auch das Glück, dass... Es hat funktioniert. So, und weil wir jetzt wissen, wo der Rubin... dass wir den Rubin brauchen für den Laser. Es sind halt alles auf Kamera aufgezeichnet. Also wir werden auf alle Fälle verhaftet irgendwann. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Großartig! Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. So, Kaffee. Er hat keinen Kaffee mehr. Der Hanswurst hier. Wo kriegen wir jetzt Kaffee? Triceratops. Ende der Oberkreidezeit. Gefunden in Nordamerika. Alberta, Colorado, Montana, Süd-Dakota, Saskatchewan und Wyoming. Auch komplett zerlegt. So, wo können wir denn noch hingehen? Oben waren wir jetzt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas wäre. Gehen wir nochmal darüber. Da sind Pfeile überall. Aber der zeigt mir das alles nicht an, als da lang gehen. Lieber nicht. Man würde das Fehlen bemerken. Außerdem weiß ich nicht, wozu ich es brauchen könnte. Marmorstatuen, Maya-Artefakte. Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Okay. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Wie? So, gehen wir zu dem Hans Wurst und sagen, da ist Kaffee voll auf. Ja, das machen wir. Das machen wir.
Hallo, Willy. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl. Das ist aber dumm. Nur ein Maschine. Nein, das ist bloß, die trinkt mit, deswegen... Okay, dann möchte ich dir sehen. Geben. Dann geben wir sie ihm halt einfach, dann reden wir nicht mit ihm. Oh, Kaffeebohnen. Hier. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Wie war das nochmal? Und wenn ja, wie können wir Kaffee mahlen? Blöd ist jetzt Klingenmark und machen jetzt aber... Das bringt nichts. Das halte ich für keine gute Idee. Das halte ich für keine gute Idee. Das bringt nichts. Hier war sonst nicht mehr. Raum für Raum. Das halte ich für keine gute Idee. Ja, vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Einfach alles mit allem kombinieren, da ist es wieder. Da wäre ich drauf gekommen. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. Wir machen mal ein Video, Freunde. Bei dem wir... versuchen, mit einer Handschleife Kaffeebohnen zu mahlen. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja, ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Das ist doch jetzt ein Scherz. Was haben wir noch hier? Haben wir irgendwas übersehen? Nein. Viel zu groß für den Pekinesen meiner Mutter. Meine Mama hat einen Pekinesen. Münzfernsprecher. Treppe nach unten gehen. Da ist das Dingsbums. Das ist das Rohr. Suchen wir hier draußen alles ab. Dann suchen wir nochmal die Räume alle ab. Was ein Scheiß, nicht? Observationslabor. Betrachte Papierkorb. Es liegt etwas drin. Mal sehen. Eine leere Kaffeepackung. Manchmal habe ich wohl Glück. In Ordnung. Sie könnte genau das sein, was ich brauche. Sie ist leer, duftet aber noch leicht nach Kaffee. Das ist es. Das ist es. Was für ein Chemiestreich. Ha! Das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Was für ein gnadenloser Zufall. Äh,
Nein, 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 nein. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Bieg mal, Alter, bieg mal. Dieser Willy ist wirklich merkwürdig. Dieser Willy ist das. Vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Ich werde einen Moment warten, um Willy genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Also dann, versuchen wir es mal. Es ist nett, dass ich das nicht selber machen muss. Klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Ja, wir sind auch bald mit Kapitel 2 durch. Gut, ich nehme einen. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. Hier, Frau Doktor. Trinken Sie den Kaffee. Sie werden sehen. Sie werden sich danach besser fühlen. Besser? Gut. Jetzt, da Sie sich beruhigt haben, können Sie weiterarbeiten. Wir möchten doch nicht, dass die Maya-Ausstellung nicht stattfindet, nur weil Sie Ihre Arbeit nicht geschafft haben. Oder? Aber selbstverständlich nicht. Ich beginne auf der Stelle mit der Arbeit und nicht einmal die Regierung wird mich stoppen können. Machen wir es wieder so. Ich glaube, dass das Kapitel 2 war. Und wenn nicht, dann machen wir trotzdem hier jetzt einen Cut. Sollte euch die Folge gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, ein kostenloses Abo, die Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ihr dürft mir bis dahin in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und ob ihr auch feststellt, wie viel Glück ich habe, dass ich mich an das ein oder andere erinnern kann. Oder aber... wie viel Glück ich habe, dass ich zufälligerweise Sachen finde, die ich als alter Point-and-Click-Adventure-Gamer so hinbringe. Aber so ist das Leben. Mich hat's gefreut, dass ihr da wart und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, bleibt's und wert's und genießt euer Leben, was ist hauptsächlich sonst 40 und Papa, da feit euch da. PS. Viel Spaß mit der Cutscene. Ich sehe, bist du in den letzten Jahren nicht großartig gewachsen. Gustave, der Einäugige. Sieht doch nicht so aus, als ob dein herausgerissenes Auge nachgewachsen wäre. Vorsichtig, Bob. Du spielst mit deiner Rente. Komm auf den Punkt. Sind sie immer noch in dem Museum oder nicht? Genau. Das Auto steht immer noch auf dem Parkplatz. Hey, wir können dort auf Sie warten und Sie einsacken. Sie könnten auf der anderen Seite ohne Wagen entkommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir gehen jetzt rein und suchen Sie. Du wartest hier, Bob. Pass auf, falls das Miststück rauskommt. Alles klar, Gustav. Wie du meinst. So. Ich lasse die Doktorin lieber allein, damit sie sich auf die Restaurierung des Kruzifixes konzentrieren kann. Es ist schon eine Weile vergangen und nach der Freude über den Kaffee bin ich sicher, dass sie das Kruzifix schon fertig hat. Gehen wir mal hinein. Frau Doktor ist wohl vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Aber wie ich sehe, hat sie das Kruzifix schon restauriert. Genial. Es sieht jetzt ganz anders aus. Es brauchte wirklich eine Restaurierung. Das ist interessant. Sicher können wir jetzt deine genaue Herkunft und Bestimmung in Erfahrung bringen. Ich muss so schnell wie möglich zum Analyselabor, um mit dem Scanner das Kruzifix zu untersuchen.